So, und Klappe, die Zeit ist eine Seifenblase. Schau, lieber Zuschauer, da brauche ich meine Nichte, die Isabella, wie sie einen Luftballon aufbläst und der zerplatzt ihr. Und so, das ist der berühmte Affe aus dem Tierfilm, aus dem, wie heißt der, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr, fällt mir gerade nicht ein. Schöner, guter Film. Macht auch den Kaugummi. Macht es den Menschen nach, der kann. Ja, für jetzt das Bild möchte ich unbedingt. Ich möchte das Bild unbedingt jetzt ausstellen im Lebenweinturm. Bei der Jahresausstellung die Künstlergruppe der die Burg. Das Leben, was ist noch? Woher? Von Freude, von Glückseligkeit. Die Meditation. Die Meditation, auch da läuft es sogar nebenher so eine. In dem Video sagt er, aber ich muss mich konzentrieren. Konzentration ist ja so wichtig. Ja, schauen, das ist alles schon trocken. Da mache ich jetzt, das muss so plastisch werden, so gebeult, so die Rahmen da draußen. Ich will Trompeu malen im Auge täuschen und lügen. Die Malerei, meine Malerei ist eine komplette Lüge, obwohl sie ja wahr ist, weil ich richte mich nach der Realität und ja, setze sie aber anders ins Bild, damit du und ich nachdenkst. So über das. Ich stelle also Fallen, kann man sagen, der Knox Fallenstelle, wo ist jetzt? Ja, der Brock. Da brauche ich Haushaltspapier, so, weil ich, mal schauen, wie, scheiße, dass ich keine Kameramenschen habe, der da mich da filmt, so irgendwie, und der so mitgeht und zum Beispiel mich ranzoomt und wegzoomt und hinzoomt und zam, zam, brum, dum, brum, 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 brum. Ja, ich singe jetzt einfach mal was vor. So, wo ist, ja da, schau, hier habe ich die Palette mit Öl. Und das mache ich dabei so. Ja, das hier. Eine Lasso ist eine ganz dünne Farbschicht, hauchdünn, damit die untere Farbe durchscheint. Ja, so, schau. Ja, so, bum, bum, bum. Also jetzt müsste eigentlich der Kameramann genau auf das Detail herzoomen, damit du dir das vorstellen kannst. Und, aber, ich meine, falls du dich interessierst für die Malerei und selber malst, liebe Freunde, ob Frau, ob Mann, wie auch immer, ich meine, schau, das ist zu dick. Da machen wir. Ja, ich verdünne mit Terpentinersatz meine Ölfarben, damit sie transparent werden, durchsichtig, die Farben. Ja, schau mal. So, ja. Ah ja, bam. Und ganz die Räumlichkeiten. Naja, damals, jawohl, da nehme ich jetzt doch mal. Habe ich noch einen breiteren Pinsel. Nicht einen spitzen Zahme, der. Ah ja, vielleicht ist der was. Also, mach mal. So kannst du zum Beispiel spritzen. Punkte spritzen, aber das mache ich da nicht bei dem Bild. Sondern ich lasiere. Ja, da machen wir einmal dunkel rum und da über. Da ist ein Haufen Dreck auch drauf. Und das ist so ein altes Bild, das habe ich vor 30 Jahren mit begonnen, glaube ich. Die Isabella ist jetzt auch schon erwachsen. Ist lustig ist ja, hallo Isabella, falls du den Film siehst, da warst du noch blond und jetzt bist du ja ist derzeit, glaube ich, nicht mehr. Also andere, du hast deine schwarze Haarfarbe dir zugelegt. Und tja, warte mal, wir machen das jetzt da. Ja, genau, dass ich ja, dass man da das A irgendwie noch nicht erklären und mit dem Tempo.
Saison. Das Öl ist natürlich gut. So, das, man kann nass in nass malen. So, da kann man besser modellieren. Die Farben. Das ist ja das Geheimnis der alten Meister, ein Dürer, ein Leonardo da Vinci hat auch so gemacht, so gemalt, die Mona Lisa. Das ist auch ein Bild mit vielen, vielen Farbschichten. So, die Mona Lisa. Ja, wenn die Mona Lisa versteigert werden würde, glaube ich jetzt, was würde die erzielen am Preis? Ich glaube bestimmt da mindestens 1 Milliarde Euro oder so. Oder ich meine, die ist ja unbezahlbar geworden. Und warum? Weil halt natürlich viel über sie geschrieben wird von alle Leute, die wandern zu ihnen. Das Bild wurde mal gestohlen von einem Italiener, der und dann aus dem Louvre und der aus dem Louvre. Und das hat natürlich auch geholfen, dass das Bild mir immer mehr zur Legende wurde. Und dass halt so die Leute davor stehen und die Kunsthistoriker und Hysteriker und Eriker und Tja, wie viel Zeit? Ich habe nicht mehr viel Zeit, also ich muss das irgendwie in einen Zustand bringen, so, dass ich das da in dem Liebweinturm bei unserer Jahresausstellung mal präsentieren will. Das Problem ist, dass eigentlich kein einziges Bild ist jemals fertig geworden. Wenn ich kritisch denke und nochmal kritisch, man kann sich immer so reinsteigen in jedes Detail, könnte vielleicht noch besser sein, es ist zum Kotzen. Die Kunst, das ist, obwohl es ja so schön ist, die Kunst, weil man halt was hinterlässt, was vielleicht länger bleibt als eine Steuerbilanz. Die 10 Jahre habe ich den Steuerkram gemacht. Und Isabella, du machst, glaube ich, jetzt den Steuerkram. Du machst diesen meinen Job, den ich so gehasst habe. 10 Jahre. Sollen und haben. Aktiver und passiver und kommt jetzt der Gewinn oder Verlust raus? Puh, es ist doch wurscht, es ist doch Merde, scheißegal. Habe ich mir gesagt, 1974, und habe den Job gekündigt. Und endlich, ich war 24 Jahre alt und dann bin ich also reingesprungen in das Fahrwasser des Autodidakten und habe halt das Ganze gelernt, selbst gelernt. Ja, ich wollte auf die Wiener Akademie und auf die Münchner und das ist nicht gelungen, aber das ist eine extra Geschichte, die ich ja beschreiben tue in meinem in Facebook und in YouTube. So, ja. Also, so. Ja. So. Mit der Umbra tue ich da mal, weil ich das dunkler da, dass das irgendwie. So. Ach, ist das schön, viel, viel schöner, so Farbe mit der Farbe rumpanschen, als einen Beleg verbuchen soll haben. Okay, und ist das aktiv oder ist das passiv? Oder? Das war ja ein. Der Beruf hat mich, ich habe diesen Beruf gehasst. Habe ich den gehasst, den Beruf. War das ein sinnloser Quatsch? Die Zeit ist halt das sehr Wichtige bei der Malerei. Die Malerei braucht viel, viel Zeit. Und je besser das man malen will, so im gegenständlichen Bereich, dann umso länger dauert es. Ich meine,
Da haben sie die Abstrakten halt viel leichter, die machen Pissen drauf und kratzen, schaben, bumm, zerstören, bauen wieder auf. Und ich meine, da kann man noch tolle Sachen oft draus, aber als Abstrakter kannst du nicht aufhören, da hörst du auf, und da sagst du, das ist fertig, einfach, ist fertig. Was gehen mich deine Gedanken an, ob du glaubst, dass das fertig ist oder nicht, so denken sich vielleicht viele Abstrakte. Ja. Mit der Aft, aber damit der Aft. Ja, da der, wie hat er heißen, der Aft, glaube ich, da in dem Film. Ja, das braucht auch noch ein bisschen. Ich habe doch da irgendwie wieder machen müssen, mal ein bisschen was Musik. Ja, dem Film. Ja, ihr könnt mir helfen, liebe Zuschauer. Ich meine, ich mache das, ich zeige euch das. Das kostet nichts. Ich könnt aber euch bedanken mit einem Klick, ein Like, ein Daumen nach oben und schickt es. Ihr könnt es posten an die Freunde. Ja, schaut mir den Film an. Der Knucks, der, naja, der Knucks, der Ochs, der macht es schon irgendwie. Und das muss ich mal schnell. Wo war ich wieder? Da. Schaut mal. Jetzt, Moment, ich mal schließe den Film jetzt mal, ich male es da also ohne deine Begleitung da jetzt mal weiter, also mit, damit man das nicht wieder auf den Schädel fällt. Also, schau, das ist natürlich gut, die Irene hat mir das geschenkt, sogar das Ding, das ist Wahnsinn, weil bei der anderen Staffelei hat es mir da, bang, das Ding oft auf den Schädel und dann, ja, dann denke ich mir, was ist denn jetzt heute für ein Tag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Januar, Februar, April oder was?
Ja, jetzt müssen wir auch. Wir schauen es ja. Jetzt gehen wir mal darüber. Meine Kamera schwenkt noch so. In meinen Musikraum gehen wir jetzt mal rein. Und was haben wir? Da habe ich auch einen Butter, einen Computer, und da schicke ich jetzt diesen Film ins Internet, und damit du das zu sehen bekommst, du Amen.